Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und wir sind hier gerade unterwegs in den Whole Foods und ich wollte die Chance, diese 10 Minuten kurz nutzen, um mit euch kurz über ein Thema zu reden. Wie ihr ja sicher hoffentlich wisst, ist heute Muttertag. Wir sind jetzt gerade vor ein paar Stunden fertig geworden, mit meiner Freundin zusammen ein Video zu machen für ihre Mutter. Und zwar haben wir gestern so ein bisschen drüber geredet, wie das halt früher immer so war, wenn man ein Kind ist, dann sieht man die Eltern ganz anders, als man sie später sieht, vor allem wenn man unter einem Dach lebt. Und ich habe daraufhin vor ein paar Tagen dann auch mich erinnert, dass eben der Muttertag ist und mich auch erinnert, wie ich früher immer zum Muttertag gestanden bin, nämlich ähnlich wie zu den meisten anderen Feiertagen, und zwar einfach so im Sinne von, das ist doch alles nur erfunden, damit man noch ein bisschen mehr Geld scheffeln kann, was ja nicht zwingend unwahr ist. Aber der Grundgedanke, Muttertag, ist in meinen Augen eigentlich genial, weil Muttertag einfach einer der wichtigsten Tage des verdammten Jahres ist, weil es gibt wenige Personen auf diesem Planeten, die so viel für euch gemacht haben wie eure Mutter. Schon alleine die Tatsache, dass ihr 9 Monate in ihrem Bauch verbracht habt, also diese Frau, eure Mutter, die hat 9 Monate lang euch mit sich rumgetragen. Ihr müsst euch das mal vorstellen, 9 Monate ein Kind mit sich rumzutragen, Sorge zu halten, es dann aufzuziehen, dieser ganze Prozess. Mütter sind einfach krass, Mann, und ich habe das früher nie so gesehen. Ich habe früher immer eben, wie gesagt, so ein bisschen Spaß darüber gemacht, so Muttertag, Wirtschaft ein bisschen ankurbeln und so. Und deswegen wollte ich dieses Video einfach machen, um Leuten hier, die vielleicht immer noch so denken, auch ein bisschen die Augen zu öffnen. Einfach, Mann, respektiert eure Mutter hart. Ich war früher wirklich nicht ein einfacher Typ. Ich habe das schon mal in einem Rise and Grind erwähnt. Ich habe wirklich viele Sachen gemacht, auf die ich nicht stolz bin. Ich habe meine Mutter belogen. Ich habe meine Mutter sogar eine Zeit lang fast schon beleidigt, kann man sagen. Ich habe Sachen gemacht in ihrem Haus, die sie nicht gestattet hat. Ich habe gekifft in ihrem Haus. Und ja, das hat alles dazu geführt, dass wir auch nicht immer dasselbe Verhältnis hatten. Und ich bin so froh, geht es meiner Mutter immer noch so gut gesundheitlich, ist sie immer noch fit und ich kann die Zeit jetzt sozusagen wieder gut machen. Das ist auch der Grund, wieso ich sie seit 3 Jahren immer zum Geburtstag irgendwo einlade. Letztes Jahr waren wir in Barcelona, vorletztes Jahr in Teneriffa. Und dieses Jahr werden wir in unserem Alpenhaus in der Schweiz, von dort, wo ich herkomme, zusammen feiern. Das heißt, wir nutzen immer die Chance, an ihren Geburtstag zusammenzukommen und ein paar Tage Quality Time, wirklich Quality Time zu haben. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ich wollte mit diesem Video einfach kurz einen Reminder setzen, Mann. Respektiert eure Mutter, liebt eure Mutter, sagt es ihr so oft, wie es geht. Weil Leute, Mann, die Zeit, die rennt, Mann, die rennt schneller. Und ich merke es auch eben wieder hier jetzt in L.A., du bist an einem anderen Ort, du lebst dein eigenes Leben und das ist auch gut so. Ich sage nicht, man muss jeden Tag seine Mutter besuchen und so, aber man muss einfach diesen Gedanken haben, weil eben wie gesagt, die Mutter, das ist einfach die Person auf diesem Planeten, die eigentlich schon fast am meisten für dich gemacht hat, wenn du mal so darüber nachdenkst. Und deswegen, dieses Video hier soll zu Ehren jeder Mutter da draußen sein, die es geschafft hat, 9 Monate lang ein Kind mit sich rumzuschleppen, es zu versorgen über die ganzen Jahre. Und auch an die ganzen werdenden Mütter, all die Frauen, die das auf sich nehmen, weil das ist schon etwas, da muss ich wirklich sagen, da habe ich harten Respekt davor. Also so ein Kind hochzuziehen, sich überhaupt eben zu diesem Schritt zu bekennen, das zu wollen, das braucht wirklich viel. Und deswegen, yes, Leute, Mann, genießt den Tag mit eurer Mutter oder mit eurer Familie. Zeigt ihr, dass ihr sie liebt und gebt einfach alles, damit ihr auch noch lange wirklich ein gutes Verhältnis zusammen habt. Und an dieser Stelle auch noch an dich, Mama. Vielen Dank, dass es dich gibt. Und bis bald. Ich freue mich, dich im Sommer wiederzusehen. I love you. Leute, ich bin raus. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Peace out. Spells in the spring.